Uh-oh, running out of breath, but I got stamina. Uh-oh, running out, I close my eyes, well, oh, I got stamina. Uh-oh, I see another mountain to climb, but I got stamina. In knapp 3 Wochen wird die komplette Sportwelt auf Südkorea schauen, wenn in Pyongyang die 22. Olympischen Winterspiele eröffnet werden. Sportler aus ca. 100 Nationen werden gegeneinander antreten, um idealerweise Bronze, Silber oder Gold mit nach Hause zu nehmen. Die Sportler treten selbstverständlich nicht als Einzelsportler, sondern als Team an. Und damit sie als solche erkannt werden und auch nicht erfrieren, bekommen sie spezielle Team-Outfits. Das Team D, das Team Deutschland, erhält seinen Postpalast München. Und wie das genau ausschaut, das sehen wir heute. Ja, Fritz Dopfer hier an meiner Seite, hier in München im Postpalast bei der Olympia-Einkleidung. Wir zwei heute für Bridgestone hier im Einsatz. Freue mich sehr, dass du da bist. Danke, mir geht's soweit ganz gut. Von dem her bin ich froh und glücklich, dass ich hier bei der Einkleidung sein darf. Das heißt, dass ich mich für Olympische Spiele qualifiziert habe. In Sochi war es so, es hatte, glaube ich, 12, 13 Grad. Also es war brutal warm bei uns im Slalom. Es war die Piste alles andere als gut. Ich habe um 400 Leben die Bronzemedaille verpasst. Dem her habe ich natürlich ein großes Ziel vor Augen. Respektabler 4. Platz in Sochi. Klar, für einen Sportler der schlimmste Platz überhaupt, knapp an der Medaille vorbei. Ich weiß, wie es ist, 4. Platz, es ist einfach brutal. Nichtsdestotrotz, der Ansporn ist natürlich jetzt da. Ich denke, du hast jetzt auch für dich festgelegt, 4 Jahre Vollgas. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Naja, was eigentlich genau? Die Sportler bekommen grob 2 Koffer mit. Das eine ist die Festbekleidung, falls sie es mal aufs Treffchen schaffen sollten, was wir natürlich hoffen. Das andere ist das, was die Sportler brauchen, um ihre Sportart auszuführen. Für Riesenslalom, Biathlon, verschiedene Rennanzüge, Outfits, Socken, Unterwäsche, alles ist dabei. Insgesamt sind es 66 Kleidungsstücke, die die Sportler hier jeweils mitbekommen und mit nach Südkorea nehmen dürfen. So oft ich schon die Olympischen Spiele im TV bewundern durfte, und dabei beziehe ich mich vor allen Dingen auf die epochalen Einmarschszenen der Athleten in die Stadien, ich habe mir ehrlicherweise nie Gedanken gemacht, naja, was für ein Aufwand dahinter steckt, dass ein Team als solches erkannt werden kann. Es war schon schön, diesen Einblick einfach mal zu bekommen, was zu sehen, was nicht jeder sehen darf, sondern quasi auch mal hinter die Fernsehscheibe zu schauen. Und entsprechend wünsche ich den Athleten viel Erfolg in Pyongyang. Vielen Dank, Bridgestone, für die Einladung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Ihr könnt hier oben den Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen, oder hier unten noch was schauen. Und ja, auf bald. Servus. We'll be right back.